Hallo liebe Freunde, ich bin's wieder, euer bunte Steine-Fan und ich habe euch dieses schöne kleine Set heute mitgebracht aus der Mountain Police Serie von Lego City, die Nummer 60171. Ein nettes kleines Set und da ja Nikolaus vor der Tür steht, wollen wir mal checken, ob es sich auch um ein schönes kleines Set für Nikolaus handelt. Hier haben wir die Rückseite, ich hatte es schon mal kurz aufgemacht gehabt, um zu sehen. Und ich zeige euch jetzt, was wir drin haben. Erstmal, ja, wie wir sehen wir nicht viel. Wir machen mal alles raus. Und da haben wir eine größere Tüte. Wir sehen schon ein paar Minifigurteile. Dann eine kleinere Tüte. Hier einen Minifigurkopf, etwas Grünzeug, einen Rucksack, ein paar Frisuren. Und natürlich die Bauanleitung, welche 30 Seiten hat. Und dann sieht es so aus am Ende. Ich werde das jetzt mal schnell aufbauen und dann bin ich gleich wieder da. Also, wir sehen uns dann. So, da bin ich wieder. Ich habe es geschafft. Ich bin fertig. Der Zusammenbau hat Spaß gemacht. Viertelstunde ist die Sache eigentlich erledigt. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Minifiguren an. 4 Stück an der Zahl. Eine Frau. Eine böse Frau von den Bösewichten. Sie guckt schon so grimmig. Und einmal haben wir hier eine andere, eine Polizistin. Und einen Schurken und einen Quadfahrer von der Polizei. Sehr schöne Torso-Bedruckung bei den Minifiguren, muss man sagen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ich hoffe, es... Ja, jetzt haben wir es doch. Jetzt ist es schön scharf. Wie man sieht, sehr schöne Torso-Bedruckung. Und auf dem Bein bei den Polizisten jeweils die Taschen aufgedruckt. Die Rückansicht auch standardmäßig. Sieht gut aus. Diese Minifigur hat auch ihren Torso bedruckt. Auf der Rückseite. Werde ich mal den Kopf mal abmachen. Damit ich euch das mal zeigen kann. Ups. So. Wie man sieht hier. Ups. Mal sehen. Scharf, 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 scharf. Jawohl. Wie man sieht. Von dem Hemd. Das Muster zieht sich dabei fort. Mache ich den Rucksack wieder drauf. Den Kopf drauf. Und die Frisur. Und wie wir sehen, hat die gute Frau, ist steinreich, die hat 2 Goldbarren hier drin. Also der Raubzug, er hat sich gelohnt, würde ich mal sagen. Was ich noch dazu sagen kann, ist, dass der Bösewicht hier noch einen anderen Gesichtsausdruck noch hat. Und als einzige Minifigur besitzt er einen zweiten Gesichtsausdruck. Die anderen haben nur diesen. Einen. Hier bei den Polizisten kann ich es auch mal abmachen. Den Helm. Gut. So, da kommen wir zu dem, was mitgeliefert war. Zum einen dieses wunderschöne Floß, mit dem sich die junge Frau absetzt, um vor der Polizei zu fliehen. Ganz einfach zusammengebaut. Die Sitzfläche hier. Hier sehen wir, dass es ein Baumstamm ist. Das ist ein bedrucktes Teil. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir dieses wunderschöne Quad. Also ich habe schon viele Quads von Lego zusammengebaut, aber dieses ist doch recht gut gelungen. Allein schon der Bullenfänger hier vorne, der macht schon was her und gibt dem eine Offroad-Optik, die mir doch sehr gut gefällt. Hier das Blaulicht. Hier hinten haben wir noch eine Kette dran. Die können wir so abmachen und wieder dran machen, damit sie nicht so umherbaumelt. So. Ansonsten ganz normales Quad. Aber es gefällt mir sehr schön. Dann als drittes und als letztes haben wir diesen angedeuteten Baum mit einer Funktion. Und zwar hier befindet sich ein Versteck, wo die Ganoven ihr Gold verstecken können. Und wupp, schon ist es weg. Vor allem, was ich wirklich toll finde, ist dieser
Das Bienenhaus, ich sage es jetzt mal Bienenhaus dazu, finde ich sehr schön gelungen. Vor allem, was Schöne daran ist, ich nehme eine Figur, wir nehmen mal den Kopf ab, passt der perfekt hier drauf, sodass, wow, man sagen kann, als er da versucht hatte zu arbeiten an dem Versteck, dass ihm der Bienenstock, jetzt habe ich es, der Bienenstock auf den Kopf gefallen ist. Eine sehr schöne, lustige Idee, die man mit einbringen kann ins Spiel. Gefällt mir sehr gut. So. Aber sollte man nicht im echten Leben machen. So. Gut. Ja, was sagen wir jetzt? Ein sehr schönes kleines Set. Starter-Kit mit vier Minifiguren, die sehr schön bedruckt sind. Einem schönen Quad. Einen schönen Floß für eine Person und einem, naja, nicht so dollen Baum, aber er erfüllt seinen Zweck. Alles in allem ein sehr schönes Set, es gefällt mir wirklich sehr gut. Und wenn es ein Kind zu Nikolaus bekommt, da bin ich mir sicher, dass es damit seine Freude haben wird. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert mich. Ihr seht den unten rechts in der Ecke einfach draufklicken und mich abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Und außerdem möchte ich mich noch bei allen Abonnenten, die ich jetzt habe, bedanken dafür, dass sie mich abonniert haben und mir die Treue bis jetzt auch halten. Das freut mich wirklich sehr gut. Es macht mir Spaß, für euch diese Videos zu machen und ich hoffe, sie gefallen euch auch. Also, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, der dazukommt und sich meine Videos anschaut. Von daher, dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, euer Bunte Steine-Fan. Macht's gut.